Hallo und willkommen zurück zu Witcher 2. Ich bin jetzt hier vor Sheilas Zimmer und werde gleich mit ihr reden und dann geht da glaube ich schon der Kampf mit Kairan los, also gegen Kairan, denke ich mal. Schauen wir mal an, wie weit wir kommen. Und schläft. Aufwachen, ich wollen kämpfen. Hexer, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein, aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie, was immer es ist. Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Nimmst du öfters Hexeraufträge an? Manchmal, je nachdem, ob es sich lohnt. Magst du keine Konkurrenz? Diese Konkurrenz mag ich, doch. Hoffen wir das Beste. Ich habe diesen Weg nicht gemacht, um mir den Kairan durch die Lappen gehen zu lassen. Niederlagen bin ich nicht gewohnt. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denke nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht, ich habe geraten. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter, ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Hat sie Und sich pass auf, angemalt? er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Aber bevor ich ganz unten bin, nehme ich dann schnell noch den Trank ein. Gegen seinen Gift. Blöd ist auch, dass es noch Nacht ist gerade, ey. Scheiße. Naja, wird schon schief gehen. Oh, wollte einen Trank nehmen.
Was ist denn hässliches Ding? Problem ist, ich will auch noch mein... Wow. Wow. Moment mal. Ich will den Trank einschmeißen. Scheiße. Kann ich den Schnellleister ziehen? Geht nicht. Shit. Wow. Ja, super. Jetzt bin ich vergiftet. Na, danke. Erden. Falsch. Das. Jetzt so. Wow. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Muss schon drinnen ab. Jetzt so. Alter Schwede. Ja, falsch stoppen. Au. Ja, ich bin gleich tot, ey. Ja, ich kann hier nicht ausweichen, weil ich verstücke. Wow. Oh, daneben. Ah, falsch das immer. So, jetzt jawohl. Dahin und ohne auch noch einen platzieren. So. Naja, oh, das muss man nicht so hauen. Ja, scheiße. Oh, ich bin ziemlich tot oder was? Nein. Oh Mann, ey. Ja, Spielstand laden, ey. Ich wollte noch einen Trank einschmeißen, aber irgendwie hat es nicht gezählt. Hoffe, das kann ich jetzt noch machen, wenn das Spielstand ladet. Und dann bin ich gleich wieder im Kampf. Och nein, ich kann ja einen Trank reinschmeißen, ey. Scheiße. Springen. Muss doch irgendwie gehen, dass ich den Trank doch jetzt nutzen kann. Da. Ach, das sind doch Verarsche, ey. Also das ist aber doch schon ein bisschen beschissen, dass man im Kampf keinen Tränker reinschmeißen kann. Das ist für eine Scheiße. Ich weiß aber wenigstens, was er geht. Du stinkst vielleicht. Das ist einfach so für mich. Er ist wütend, pass auf! Ah, so einfach geht das. Er ist wütend, pass auf!
wir die zwei Arme da noch kaputt machen. Oh. Wow. Ja. Jetzt so. Okay, hättest du gefangen, oder was? Au, immer noch. Angriffslustig. Scheiße. Ja, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich bin verarsche. Ja, ist klar, ey. Oh Mann. Noch einmal versuchen. Ah, was war das für ein scheiß Bug, ey? Ich bin stecken geblieben. Ach, schon wieder. Au, ja, ist klar, ey. Nein, daneben. Das ist doch ein Witz, ey. Du sollst da hinhauen. Ja, ist es auch. Jetzt auch hier drauf. Jetzt so. Alter, ich hab noch so wenig Leben, ey. Nein, das war der falsche. Jetzt so. Was war das? Der sucht dazu, wenn der Arm unten ist. Oh Mann, ich hab so wenig Leben, ey. Ich muss die nächste Phase und das soll ich dann auch noch schaffen. Leben, ey. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verstecken bleibe.
oder sowas hier auf mich fliegt. Ja. Hier muss ich dann vorbei. Ja, ist klar. Ey, ich habe mal Zeit zum Aufbrechen gehabt. Ah, das Spiel wird mir doch verarschen, ey. Ja, noch einmal. Auf Irden, so. Ausweichen. Ausweichen. Ja. Mann. Ja, ich bin ausgewichen, ey. Spring! Ach, Junge, ey. Spring! Ah. Das Kotzen, wir sollen nur springen, wenn ich diese scheiß Zeichen mal setze, ey. Ich muss mal einen anderen Weg finden, wie ich nach Süden komme, ey. Vielleicht direkt geht irgendwie nicht. Weil der einen eingestürzten Turm hochgekommen. Oh, hier. Okay. Geschafft? Was das? Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Nein, nur zusammen gestorben. Dreimal oder viermal? Ich weiß gar nicht, wie oft. Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Welche Geschichten? Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen? Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Oh Gott sei Dank haben wir das geschafft. Die Frage ist, kann ich auch irgendwas von ihm... Ah, hier, oder? Kairan Augen, Kairan Gewebe, Kairan Haut und Kairan Trophäe. Nehmen wir noch alles mit. Ah, das war echt ein Wahnsinnskampf, ey. Dann bin ich froh, dass es endlich vorbei ist. War hier? Ja, war hier. Vielleicht lebt immer noch da.
Oh, endlich geschafft. Wurde ich in der Leitung vergeben? Ich habe sogar noch zwei übrig gehabt, dann hätte man das vorher gewusst. Jetzt haben wir hier Schwertschaden plus 5%. Vielleicht zweimal aufwerten. Jawohl. Und dann gehen wir mal einen Lohn abholen. Das heißt, wenn ich dredge, müssen wir dann bald auch ihren Königsmörder treffen, weil er mit den Räder ja abgekommen war. Wenn wir den Karan besiegen, dann hilft er uns, Jorvet zu finden. Ganz nicht zurück. Ich brauche eine Schnellreisefunktion. Ist eine blöd zum finden. Und irgendwie Schnellreise. Geht nicht. Ich hoffe, mit dem dritten Teil kommt eine Schnellreise. Ich denke schon, weil die Welt, wenn die Welt so riesig ist, wie die das sagen, dann sollte es so eine Funktion geben. Auf jeden Fall gibt es auch Reittiere, das ist schon mal gut. Ah, jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Licht sieht so geil aus hier, ey. Pass auf dich auf. Ruf dich auf. Ich? Geld oder Leben? Und ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Er sagt, ich habe hier was für dich. Und das ging auch schnell. Wie er sein Messer greifen will. Ach, das war noch um Geld streiten, haben wir ihm das mal nicht gegeben. Wunderbar. Okay, dann haben wir hier noch der Königsmörder. So. Er starb mit einem Pfeil. Suche nach Spuren des Königsmörders im Flotsam. Was? Wir suchen? Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und stromabwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Jetzt mal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mir abonnieren. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst noch ein Like da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.